willkommen zu einer weiteren Folge von Zelda Skyward Sword. Ja, lange ist es her, aber das sage ich ja gefühlt nach jeder Folge. Und ja, wir werden heute hier durchgehen. Und vielleicht ist hier schon das Ende des Dungeons. Nee, leider nicht. Den Dungeon haben wir erst in der letzten Folge angefangen. Aber vielleicht können wir ihn heute beenden. Maybe. Ich hoffe, der Sound passt. Kann sein, dass das Spiel heute ein bisschen lauter ist als sonst. Wenn ja, dann tut's mir leid, aber ist immer so, wie es ist. Was ist das hier? Und was bist du? Ist es einfach Overquill aus Pokémon? Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, wenn ich ihn angreife, sterbe ich instant. Wegen seinen Stacheln. Die er bestimmt schießt, oder? Ich habe das Gefühl, der kann seine Stacheln verschießen. Habe ich da recht? Nein, aber er kann explodieren, wenn er die Stacheln auszieht. Okay. Kann ich dich schieben? Kann ich irgendwas mit dir machen? Toter Roboter. Vielleicht können wir ihn wieder zum Leben beleben. Erwecken. Wollte ich eigentlich sagen. Weil. Komm mal auf. Komm, entspann dich. Ich glaube, was der Gegner macht, ist. Ja, okay. Er explodiert immer. Naja. Oh, 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 stopp, 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 stopp. Hau ab! Späne! Späne! Jetzt sind sie weg. Kein Grund zur Sorge mehr. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir vorangehen. Okay. Oh. Ah, ihr schon wieder. Ihr seid nervig. Ah. Die wechseln sich so schnell, ist das Problem. Ich weiß nicht wieso, aber in diesem Spiel wechseln sie sich extrem schnell. In anderen Zelda-Spielen ist das nicht so schnell. So, ein bisschen kalibrieren. Dann passt es auch. Die Herzen, die freue ich mich. Nehme ich sehr gerne an mich. Die habe ich nämlich dringend nötig bei meinem Playstyle. Ja. Ja, komm, Kette hoch. Haben wir hier eine Bombe? Ich habe hier irgendwo gerade eine Bombenfrucht gesehen. Da. Schon? Ich hoffe, es funktioniert. Oh, ist ein bisschen weit weg, oder? Aber eigentlich müsste es funktionieren. Oh, bitte nicht dagegen knallen. Doch. Leider bin ich dagegen geknallt. Okay, vielleicht gehe ich das anders an. Vielleicht von hier rum. Sag mal, jump. Warte, ihr seht schon, was ich meine jetzt? Moment. Und jetzt jump. Ja, 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 ja. Perfekt, perfekt. Und lassen. Yeah! Das war schon ziemlich klug von mir. Definitiv. Dafür, dass ich nicht sonst nicht so klug bin in diesem Spiel, war das schon ziemlich klug. So, wollen wir noch hochklettern, indem wir rumzappeln. Und jetzt können wir sie alle wiederbeleben, beziehungsweise uns wieder in die Vergangenheit setzen. Boah, muss da immer wieder diese Cutscene sein, wenn ich mich da drauf stelle? Ist ja voll nervig. Aber okay, dann ist das so so. Mach den Schalter. Wollen sehen, was für Geheimnisse hier drin liegen. Zeig mir alles, was du hast. Okay, ist das eine Fabrik? Oh. Ist das Gegner? Oder sind die freundlich? Spiel habe ich verstanden. Lass mal kurz sehen, ob die mich angreifen wollen oder nicht. Sind die böse? Oh. Ja. Ich glaube, die sind böse. Was machen die? Ja, gegen die wollen wir definitiv nicht kämpfen. Da rennen wir lieber weg. Also, die dürfen uns nicht sehen. Können wir die angreifen? Oh, nein. Nein, können wir nicht. Nein, können wir nicht. Ah! Okay. Warte, wenn wir jetzt hier rausgehen, bringt uns das überhaupt irgendwas? Müssen wir mal. Vielleicht müssen wir hier lang. Hier sieht es interessant und neu aus. Oh oh. Sieht er uns? Nee? Okay, perfekt, perfekt. Hoch, 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 bevor er uns sieht. Nee, jetzt bin ich wieder hier. Das war nur eine Abkürzung. Aber Moment. Ah! Vielleicht geht's jetzt hier weiter. Ich habe gar nicht gesehen, wie es hier normalerweise aussieht in der Vergangenheit, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Ist jetzt aber so, wie es ist. Ja. Rennen? Okay, hat geklappt. Dann gehen wir mal hier hoch. Lass mal auf die Karte schauen. Das war nicht die Karte, Mike. Karte.
Oh, wow. Okay, hier oben ist ein Raum. Ja, hallo. Link, Kletterer! Wollen wir nicht Wurzeln schlagen? Okay, da hinten geht irgendwas auf, wo ich noch nie war. Okay. Danke für die vollen Herzen. Ach, dafür war das hier. Das war hier nur für den Schalter. Okay, sonst gibt's hier gar nichts. Dann. Genau, wir spawnen einfach mal wieder da, damit ich direkt runterfallen kann. Egal. Okay, ich weiß schon, was ich machen muss. Jetzt rennen. Das einsammeln. Weiter rennen. Das auch noch einsammeln, wenn es geht. Und hier durch. Ja. Das war schon mal ganz sinnvoll. So, hier oben ist eine Tür aufgegangen. Haben wir ja gerade gesehen. Deshalb gehen wir auch direkt da rein, würde ich sagen. Oh. Das ist nur für ein... Hallo. Steuerung, ne? Das ist nur für Geld. Das war optional. Och, nee. Oh, Mann. Okay. Ja. Wir wollen wahrscheinlich hier hin. Das wäre dort direkt, oder nicht? Knapp. Knappes Ding. Muss mir auf das Spiel aufpassen, glaube ich. Okay, da brauchen wir so irgendeinen Schalter betätigen, vermutlich. Okay, das ist ein Herz. Hoffentlich bleibt das da, wenn ich es brauche. Renn, Link, renn! Oh, 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 oh. Ah, geschafft. Oder? Wir müssen schnell zurückrennen. Er sieht uns. Ah! Nicht runterfallen. Okay, okay, gut. Okay, das Herz wäre sogar da geblieben, aber jetzt ist es weg. Okay. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, dieser Dungeon. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Wo sind wir jetzt? Haben wir die Truhe schon? Ich glaube, die haben wir schon. Kann das sein? Okay, hier geht's lang, wahrscheinlich für hier und hier. Und dann können wir dann später hier und hier lang. Okay. Ich vermute einfach mal. Ich habe gar keine Ahnung, was wir gerade machen, aber... Au! Voll gegen die Leiter gestoßen. Aua! Wir werden einfach sehen. Wir werden einfach ein bisschen machen, ein bisschen spielen, einfach gucken, was passiert. Aber diesen Raum kennen wir doch schon, oder? Obwohl, nee. Das sieht alles besonders aus. Und das können wir nicht aufmachen. Okay. Das sind wieder diese blöden... Overqueels, die wir mal kurz killen, falls das funktioniert. Jetzt können wir den anvisieren. Das war besser als erwartet. Den blauen Rubin hätte ich gerne. Gib mal her hier. Meiner! Yeah! Money! Woo! Moment, wie komme ich jetzt wieder hoch? Achso, hier, okay. Kann das sein, dass ich jetzt einfach stuck bin hier? Ja, ich glaube, ich bin jetzt einfach stuck hier. Okay, nicht schlimm. Nicht schlimm. Ich mal wieder anvisieren. Ey. Bumm. Er ist wieder respawn. Das heißt, wir machen Bumm. Okay, die sterben aber instant. Das ist gut zu wissen. Hä? Das sind Stacheln. Lol. Sind mir gar nicht aufgefallen. Aber er stirbt nicht in meiner Nähe, oder? Er explodiert nicht in meiner Nähe, oder? Ignorieren wir das einfach. Ah, da komme ich nicht hin. Ah, crap. Ich hatte gerade voll Angst, dass er explodiert und ich kriege voll viel Damage oder so. Aber er ist nicht mehr. Er ist nicht mehr explodiert. Okay. Das Spiel zwingt mich, über die Kästchen zu latschen. Problem ist nur. Ach komm! Das ist keine Ahnung, wo es lang geht. Ach komm jetzt. Ey, die Steuerung, ne? Lass mich bitte in Ruhe. Bitte ignorieren Sie mich. Ich habe kein Interesse, mit Ihnen zu spielen. Auch wenn hier ein Steuerkreuz drauf gezeichnet ist. Ich muss dahin. Ich brauche die Truhe. Egal was es ist. Es ist bestimmt wert. Komm, kein Geld, irgendwas Geiles. Das ist ein Geschenk der Göttin. Okay, und jetzt? Okay, ich dachte schon. Oh nein, das war richtig dumm. Nicht unbedingt.
Okay, wisst ihr was? Ich will einmal hier lang. Ich möchte tatsächlich mal kurz dort hinten lang. Da. Weil ich sehen möchte, was da vor sich geht. Also stirb mal bitte. Geht mal weg. Ey. Es ist mir so egal, was ihr droppt. Ich soll einfach nur verschwinden. Und ja, ich verschwende gerade meine Dekundnisse. Mir egal. Du machst Boom Boom. Oh, Moment. Ich renn mal kurz wieder weg. Bevor du Boom Boom machst, immer Room. Let's spend the night together. Lieber nicht, hau ab. Ich mag dich nicht. Explodier bitte. Danke. Ah, ja, ja. Meine ganzen Dekundnisse sind einfach weg. Was ich nicht tue. Was ich nicht alles tue. Okay, das kann ich schon mal runterschieben. Ah, Abkürzung. Peace. Schieben. Ja. Gut, danke. Müssen wir den ganzen Rotz hier nicht nochmal machen. Was geht, Jungs? Kommt her, traut euch. Ha. Was für Noobs. Juhu. Warum ist hier so viel Müll auf dem Boden? Was soll das sein überhaupt? Dreck? Sieht aus, als wäre das irgendwie Dreck oder irgendwas zum Graben, aber ich kann nicht buddeln. Also, I don't know, was es ist, aber ich kann da auf jeden Fall nicht weiter. Noch nicht zumindest. Irgendwie muss es ja weggehen. Vielleicht hilft uns ja das Item in dieser Truhe weiter. That's right. Den magischen Krug erhalten. Diesem uralten und mysteriösen Artefakt entströmt starker Wind. Ein neues Dungeon Item. Oh, hoppa ab hier. Danke. So, aber wie funktioniert das eigentlich? Ich kenne das nur aus Gameplay-Videos, deshalb weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Einfach einsaugen. Lol. Was ist ein Sound? Die Göttinnen von oben. Du staubsaugst? Oh. Super. Kann man auch schieben? Nee, man kann nur pusten. Oh. Ja, komm runter. Hey, was machst du denn hier? Hau mal ab. Oh. Ja, das ist voll lustig eigentlich, das Ding. Oh. Ja, tschüss. Man kann damit einfach Sachen wegpusten. Ich mag den. Der ist lustig. Tschüss. Tschüss. Wie das einfach funktioniert. Ich finde es super. Ich muss wirklich sagen, ich finde das super, das Item. Oh, Joan, Joan. Du bist weg. Tschüss. Ja. Nice. Ich hoffe, hier ist nichts anderes mehr. Das haben wir beides. Okay, ich hoffe, das war alles. Dann gehen wir jetzt weiter in den Dungeon hinein. Wäre schon ziemlich sick, wenn wir den heute fertig kriegen. Oder zumindest in der nächsten Folge. Wir machen heute die Luigi's Mansion Move. Luigi ist im Urlaub in seinem dritten Hotel. Deshalb müssen wir uns hier währenddessen um dieses Gebiet kümmern. Ich weiß nicht, was ich laber. Keine Ahnung. So, waren wir hier schon mal? Ja, wir waren hier schon mal. Jetzt können wir hier eine Abkürzung erschaffen. Falls man Bock hat, hier wieder hinzukommen. Zum Beispiel, wenn man eine Truhe übersehen hat. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man das möchte. Alright. Hier sind überall so Dinger. Ich hoffe, ich muss nicht backtracken. Nur für so ein paar bestimmte, wie super wichtige Sammelgegenstände. Ich hoffe nicht. Aber ich kann es mir tatsächlich vorstellen. Oh. Da war kein Boden. Das habe ich total vergessen. Und was seid ihr hier? Hau mal ab. Ich habe kein Damage genommen. Oder droppen die einfach so viele Herzen in letzter Zeit? Warum konnt ihr das nicht immer droppen? Jo. Ja. Link denkt sich nur so, ja, warum? Weiß ich nicht, Bro. Ja. Okay, speichern wir das mal kurz ab. Das war nämlich ein voller Erfolg. Speichern. Da. Ja. Toll. Wo könnten wir jetzt weiterkommen? Können wir das, die ganzen Sand da eigentlich wegblasen, theoretisch? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht machbar. Kann ich das Ding da vielleicht drehen und dann gehen wir weiter? Nee? Okay. Mit dem Heiligen. Oh, können wir leider nicht da durch. Da auch nicht. Okay, da muss irgendwas hier noch sein. Das uns weiterbringt. Eigentlich schon, ja.
Wenn wir auch auf der Map schauen, dann sehen wir ja auch, dass es hier noch einen Weg nach da gibt. Also hier nach rechts. Und die können wir hier bestimmt irgendwo freischalten. Indem wir hier bestimmt irgendwas wegsaugen. Was uns irgendwas zeigt oder so. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie irgendwas. Mann, wo kommt ihr alle? Haut da ab! Komm, trau dich! Zack, tot. Ey, der hat mich so sehr lieb. Hey, hau ab. Ah, hier ist es. Ein Schalter. Oh, Moment. Ihr sollt erstmal weg. Bevor ich drauf trete, wollte ich sagen. Okay. Und jetzt schnell. Jetzt schnell mit meinem Beetle. Mit meinem Grabby Beetle. Da was machen oder warte? Nee. Nee, 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 nee. Nicht mit dem Beetle. Gar nicht. Ah! Schaut mal einer an. Ich muss das hier frei rubbeln. Juju. So. Dann schiebe ich das. Genau. Moment. Dann schiebe ich das noch weiter. Ja, weiter, Link. Richtig. So, das können wir jetzt so stehen lassen. Perfekt. Spiel sagt auch schon, ja, richtig, Bro. Hast du gut gemacht. Danke, Spiel. Danke, Süd. Aber im nächsten Bereich. Ich will den Boss noch heute machen. Ja. Tschüss. Tschüss. Ich liebe das Item. Das ist super. Ich muss wirklich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich bei Skyward Sword mehr oder weniger meine Lieblings-Items aus der ganzen Serie finden würde. Ich meine, was haben wir denn bisher? Wir haben einen magischen Krug, der lustige Sounds macht. Wir haben einen Beetle. Und ja, der Rest ist so typisch Zelda-Items, aber trotzdem sind die cool. Tschüss. Oh, den nehme ich mit, den blase ich nicht weg. Ich blase ich weg, ciao. Das war lustig, wenn man die so umbringen könnte. Oh. Oh, hat geklappt. Oh, 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 oh. Ah! Oh. Ich weiß nicht, warum ich mir Sorgen mache. Eigentlich sind die Gitter voll easy. Das war wirklich richtig easy. So, jetzt laufen wir ja alles weg. Auf den Gegner. In die andere Richtung, mein Freund. Oder lassen wir das Duck sein. Kann ich den eben killen. Auch kein Problem. Der muss kurz gekillt werden. Bumm. Bumm, zack, tot. Easy. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Kann mein Item nicht wechseln? Während ich am mache. Ja, komm, mach. Oh, wir können wieder in die Vergangenheit reisen. Habt ihr Bock gerade? Ich hoffe, ihr Bock. Genau das machen wir jetzt. Oh. Okay, früher gab es hier keinen Sand. Früher gab es hier nur Robot. Beep, boop, Robot. Oh, schade. Und bewege ich das? Bewege ich das hiermit? Ja, so bewege ich das. Das ist cool. Oh, man kann es aber auch in die andere Richtung drehen. Nee, das wollte ich nicht. Schön nach Rot. Wir wollen nicht nach Blau. Blau ist stinkt. Blau ist blöd. Kann ich das? Ja! Und dann geht's auch bestimmt auf, oder? Ja. Nice! Dann ist es in der Zukunft auch offen. Gehe ich mal davon aus. Hi, Bro. Stör dich mal lieber nicht. Hab ich gesehen? Ja, hab ich gesehen. Okay, cool. Okay, wir wollen hier lang. Wir sind jetzt hier. Okay, irgendwas sicher meiner. Okay. Was war das denn? Der Bro hier. Hör mal auf hier. Hä, kann ich das nicht zurückschießen? Was macht der denn da jetzt? So kleine Mini-Viecher. Was machen die denn jetzt? Oh oh. Ich kann nichts machen. Okay, geht's nicht weiter, glaube ich. Hoch, hoch!
Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Boah, das hat mich jetzt ernsthaft erschreckt. Shit, Bro. Kann ich ja gar nichts machen. Und was war das denn jetzt? Ey, komm, was war das denn jetzt? Junge. Das war jetzt aber richtig lame, du. Jo. Komm, da muss jetzt aber zumindest mal was Episches hier drin sein, wenn ich es mal aufmachen darf, ja? Damit sie Mühen wert waren. Ein Monsterhorn. Cool. Richtig cool und fresh. Da komme ich doch gar nicht ran an das Ding, oder? Niemals. Kann ich hier irgendwas machen? Maybe. Da komme ich durch, oder? Ich bin etwas verwirrt, muss ich sagen. Okay, das ist die Tür dort. Komm mal her, Bro. Brauchen dich. Dann steige ich mit Dash durch, damit der mich nicht wieder runterschmeißt. So. Danke, Bro. Dann hole ich mit dem nächsten Kumpel mal vorbei. Nein. Nein! Bleibt das jetzt so für immer oder was? Hab ich jetzt einfach verkackt? Weil ich die Richtungen verwechselt habe. Ist das dein Ernstspiel? Ist das dein Ernst? Moment. Bitte machen wir bitte alles kurz wieder in die Vergangenheit. Ey, aber das finde ich echt lame, muss ich sagen. Das finde ich echt lächerlich. Zack. Jetzt ist halt überall wieder Sand, ne? Hilft mir das in irgendeiner Art und Weise? Ich muss da hoch, aber da komme ich nicht hoch. Okay, die Kiste hätte ich sowieso nicht bekommen, merke ich gerade. Da muss ich doch gar nicht lang. Von da kam ich? Ach, aber die Plattform bleiben, wo sie waren. Okay, die Plattform bleiben, wo sie waren. Ja. Okay, versuchen wir es einfach nochmal gegen ihn zu kämpfen. Actually. Ja, ich versuche es einfach nochmal gegen ihn zu kämpfen. Ich weiß aber nicht, was ich machen soll, aber ich versuche trotzdem. Zack. Genau, jetzt ist wieder alles in der Vergangenheit. Vielleicht muss ich diesen Kampf da unten einfach anders angehen oder ignorieren. Vielleicht muss ich ihn einfach ignorieren. Hau mal ab. Ich brauch das Ding. Ja, 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 das geht, das geht, das geht. Genauso wie ich es will. Okay, okay, Plattform. Ah, nein! Der muss nach hinten. Ich hab's gesehen. Also, da, egal, wie auch immer. Hab's gesehen, ja. Runter. Run. Genau. Jetzt rüber. Schnell, 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 schnell. Hat er mich nicht gesehen? Hä, wo ist er hin? Okay, perfekt. Perfekt. Ah, jetzt sind wir drüber. Und jetzt? Muss ich jetzt noch schnell zurückschalten oder was ist jetzt? Nee, ich darf nicht zurückschalten. Er darf mich nicht sehen. Ja, 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 nein. Okay, wir haben's. Ist egal, wir haben's. Wir haben's. Fertig. Fertig. Ist egal. Wir haben's. Oh nein, nicht ihr schon wieder. Oh. Und wir müssen euch besiegen. Ey, das war unfair. Scheiße. Nicht beide auf einmal, Bro. Nicht beide auf einmal. Oh, scheiße. Das ist schwierig. Oh. Die Kombo, du. Ah, mies. Okay, hol erstmal den Rubin. Geld ist nicht wichtig.
Das ist halt voll schwierig. Nein! Shit! Shit, 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 shit! Item, Item, Item! Ist leer! Vergesst aber, dass die leer sind! Yes! Okay, den haben wir. Den haben wir. Okay, Herzen. Ja, ein Herz! Ich will keinen Blop, Blop, Blop mehr hören. Gib mir Herzen. Außerdem, gib mir bitte auch gleich mal, wenn du kannst, einen Save Point. Den hätte ich jetzt auch sehr gerne. Spiel. Vielleicht. Okay, jetzt Herz. Okay, jetzt poppt er nicht mehr. Pop, pop. So, zack, zack. Ist noch was? Ja, hier ist noch was. Vielleicht ist da noch ein Herz. Ne, ein paar Dekonüsse nehme ich auch mit. Oh Gott, hier wird gleich irgendwas passieren in der Vergangenheit. Ich sehe es schon. Okay, das ist ein easy Rätsel. Hier rüber schieben. Dann herkommen. Der muss da stehen, damit ich da hoch jumpen kann. Wahrscheinlich. Oder er muss halt in die Ecke. Ich weiß es nicht. Wir nehmen ihn mal mit. Dann schieben wir ihn hier hin. Dann schieben wir ihn hier hin. Dann weiter geht's nicht. So, und jetzt kann ich da wahrscheinlich... Genau, jetzt kann ich da hoch. Oh, da ist eine Truhe. Der Dungeon wird noch dauern. Der Dungeon wird definitiv noch dauern. Aber nicht mehr allzu lang. Nicht mehr allzu lang. Das war nicht so gut. Aber auch egal. Ja, wie komme ich da rein? Ich will mal umschauen. Ah, guck mal, ich schaue mich um und finde direkt was. Ein Ort, wo ich direkt mal mein Schwert rausholen muss. Ich muss meine Dekonüsse eigentlich auch bewahren, deshalb... Einfach mal fuchteln, dann sterben schon alle. Und hier einfach mal ein bisschen staubsaugen, Luigi's Mansion Style. Und wir kriegen nicht das, was ich wollte. Das war optional. Okay, hä? Hier ist aber nichts. Das ist rein gar nichts, was ich machen kann. Hä? Oder übersehe ich irgendwas? Ich muss ja irgendwas übersehen, oder? Warte, da kann ich einfach lang? Nee. Nee, 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 nee. Ich komme allgemein nicht mehr raus aus diesem Raum. Also ich muss das Rätsel hier jetzt lösen. Aber hier ist doch gar kein Kristall. Warte. Beetle, mach uns mal ein bisschen schlauer. Guck dich mal um. Ist hier ein Kristall irgendwo, wo ich nichts... Wo ich ihn nicht gesehen habe? Kann man hier hochfliegen? Sieht so ein bisschen so aus, oder? Hier? Nee, hier ist nichts. Runter, bevor du stirbst. Oder stirb halt einfach. Ist auch okay. Steuerung. Aber da ist auch nichts, oder? Nee. Hier ist nichts. Ist nirgendwo ein Kristall. I don't know. Ich habe absolut keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Oder kann ich hier durch und was machen? Also mit ihm komme ich auf jeden Fall nicht durch. Nein, warte, warte. Vielleicht kann ich da durchblasen. Ja, kann ich. Ah, und jetzt, Moment, mit der Schleuder. Deshalb habe ich auch die Dekonüsse bekommen. Ja, deshalb habe ich auch die Dekonüsse bekommen. Big Brain, dass ich die aufbewahrt habe. Ist das ein Bosskampf? Ist das ein Bosskampf? Ich hoffe nicht, ich habe Angst. Hey. Ja, das ist ein Bosskampf. Aua. Ich will nicht sterben. Ich habe keinen Save Point gehabt. Achso, ich muss blasen. Also nicht falsch verstehen, aber ihr wisst, was ich meine. Ah, und dann da drauf schlagen. Oder nicht? Doch? I don't know. Hä? Was muss ich denn machen? Ah, jetzt hat's geklappt. Oh oh. Hm? Sorry, aber ich verstehe diesen Boss nicht unbedingt. Aber jetzt jumpt er höher. Wir müssen da rausholen, glaube ich, oder? Moment. So, pushen. Nicht? Hä? Das ist der erste, den habe ich da irgendwie geschafft. Ich weiß aber selber nicht wie. Hä?
Muss ich zu einem anderen Item wechseln? Zur Schleuder oder so? Ich check gar nichts. Das Spiel gibt mir auch gar keine Hinweise. Und dann die Schleuder schnell. Aber das schaffe ich doch niemals in Time. Vielleicht dreht er sich immer falsch rum. So. Nö. Das hat ja gar nichts damit zu tun anscheinend. Hä? Was muss ich denn machen? Das bringt nichts. Es bringt rein gar nichts. Egal was ich mache. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer, was zum Teufel ich machen muss. Ehrlich nicht. Zunge kaputt hauen. Nö. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Hä, jetzt? Hä? Ich habe doch die ganze Zeit gestochen wie ein Wilder. Oder war das ein Fehler? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das sehr gruselig, weil ich fast tot war. Oh, Herzen. Danke. Danke für die Herzen. Okay. Was ein Bosskampf, ey. Ohne Witz. Oh, bitte. Bitte ist das keine Rubine. Bitte ist das irgendwas Cooles. Irgendwas richtig Sickes. Irgendwas... Muss die Dungeon-Karte halten. Okay. Da sehen wir, wie lange dieser Dungeon noch angeht. Wir haben noch einiges vor uns. Dann... Let's go! Ich einen Safe Point? Oder wo bin ich jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Doch, ich bin hinter dem Tor. Also ich habe gleich meinen Safe Point. Das ist gut. Bam, bam, bam. Herzen, Bombis, alles gut, alles schön. Gefällt. Hau mal ab. So, und das soll jetzt für mal halten, oder? Please? Ja. Alright, Leute, heute haben wir einiges erreicht. In der nächsten Folge werden wir dann den ganzen Dungeon fertig machen. Höchstwahrscheinlich, denke ich mal. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Sucht der Speicherstand. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.